Hallo und willkommen zurück zu Skyrim. Wir sind nicht zu Hause, wir sind irgendwo im Nirgendwo, am Arsch der Welt. Da, wo wir beim letzten Mal auch schon waren, hier am Rande Himmelsrand. Und zwar bei der Wolfsschädelhöhle. Ich habe nämlich, ja, Screenshots gemacht für natürlich die Thumbnails von den Videos. Hab bis dato nicht wieder gespielt und deswegen bin ich auch direkt hier. Eine Kleinigkeit habe ich tatsächlich noch gemacht, das zeige ich euch gleich. Ich will nur mal ein paar Meter von der Höhle weg. Und zwar habe ich noch eine Mod installiert. Ich will nur kurz noch was anderes gucken. Nein, ich möchte keine Markierung setzen. Ich will nur schauen. Wir waren... Meridia haben wir erledigt. Die Mod zeige ich euch gleich. Ich wollte eigentlich keine Markierung, die kann weg. Habe ich jetzt getroffen? Ja. Lange nicht gespielt, deswegen, ich komme bei der Karte noch ein bisschen durcheinander. Wir hatten genau. Wir waren in Ustengraf. Da möchte ich auch gerne nochmal hin, weil mir ist beim Videoschneiden aufgefallen, beim Thumbnails basteln und so. Das ist auch schon ein bisschen her mit Ustengraf, aber ich habe einige alte Videos durchgeschaut. Ich habe tatsächlich eine Kleinigkeit vergessen. Im Inneren der Höhle. Was ist denn da schon wieder los? Freunde oder Feinde? Feinde, ne? Oh. Oh, es geht ja gut los. Oh, das war der falsche... Das geht erstaunlich gut. Ich muss weg. Ist halt... Ach Gott, fünf. Ich dachte sonst was. Nee, wartet mal. Ich... Könnt ihr mal aufhören, mich zu verprügeln? Vielen Dank. So. Jetzt auf die... Oh, oh. Das war der letzte. Willst du mich verarschen? A, bin ich alleine. B, habt ihr mich angegriffen? Das war der letzte. Das war der letzte. Okay. Neuer Versuch. Wir machen mal erst das mit der Mod und dann schauen wir weiter. Also, das habt ihr nicht gesehen, das ist nicht passiert. Ich habe eine Mod installiert, ich habe schon mal erzählt, ich hatte ja ursprünglich in Morrowind gerne gespielt und da gab es das Krughaus. Das war so ein portables Haus, was es tatsächlich auch in Oblivion gibt anscheinend. Und das war mal sehr schön, man hat halt ein Item im Inventar gehabt, es war ein Krug, den hat man benutzt und ist in einem Haus gelandet, was sehr schön gestaltet war, sehr, sehr praktisch war. Für Skyrim habe ich nichts ähnliches gefunden. Ich werde mir, abgesehen von Weißlauf noch, ja, es gibt dann verschiedensten Königreichen, hätte ich gesagt, Ländereien, nennt es wie ihr es wollt, in den einzelnen Ländereien hier tatsächlich gibt es ja dann, wir könnten in Einsamkeit und sonst wo noch ein Haus kriegen, in Rift. Und das Schönste suche ich mir dann aus und da ziehen wir dann tatsächlich hin. Ich weiß noch nicht, welches ich jetzt nehme. Aber so für zwischendurch habe ich jetzt das hier gefunden, aufgrund von einem Mod-Review. Shalidors Stab. Wenn ich den jetzt benutze, kann ich den entweder ausrüsten oder ich kann in den Stab gehen. Und das ist eine Art Wohnung. Die ist, wie ihr seht, sehr schön gestaltet. Ich werde nicht in den Stab ziehen, weil das, was mir im Krughaus sehr gefallen hat, es war sehr gut, aufgeteilt. Es war sehr groß, man konnte sehr viel verstauen. Das ist eins Ding, was mir in Skyrim tatsächlich fehlt. Ich konnte in Skyrim separat auch diese Manquies, die gab es in Morrowind nicht. Die konnte man dort aufstellen separat, die konnte man kaufen für Gold und konnte die Rüstung ausstellen. Das möchte ich eigentlich so auch gerne machen. Ich gucke mal, ob ich noch eine Mod finde oder wenn ihr eine kennt, wo man separat einfach diese Manquies, diese Rüstungspuppen noch separat kaufen kann und zusätzlich irgendwo hinstellen kann in Gebäude. Das wäre sehr schön, weil ich hatte alle Unique Items, alle Unique Rüstungen und so, ich hatte das alles ausgestellt und das fehlt mir so ein bisschen. Das Ding hier, macht einen wirklich, wirklich schönen Eindruck. Es ist super gestaltet. Man sieht hier draußen noch diese Ringe, die man am Stab sieht. Und wenn ich jetzt hier reingehe, bin ich zum Beispiel auf der anderen Ebene. Dann bin ich hier, dann ist das oben, das andere ist unten. Ja, dann kann ich hier pennen. Zaubertisch, hier ist quasi alles dabei, was man sich vorstellt. Hier gibt es tatsächlich dann auch noch eine Art Keller oder so. Da hier ist es nochmal ein bisschen was seitwärts. Das mit dem Wasser, das sollten wir vielleicht beim Klempner mal melden, aber gut. Ne, hier haben wir noch was zum Schmieden zwischendurch. Aber das ist eher so,
Ich will jetzt nicht sagen, dass das ist. Viele würden jetzt sagen, es könnte ja schon so in Richtung Cheating gehen, in Anführungszeichen, aber wenn wir jetzt in eine Ruine sind, die ein bisschen größer ist, wie beim letzten oder vorletzten Mal in der Zwergenruine, und ich habe einfach zu viel Zeugs im Inventar, ich kann schon sehr viel schleppen, aber irgendwann ist ja nun immer Schluss. Ich muss natürlich nicht alles mitnehmen, ich bin ja schon ein bisschen picky, aber wenn ich jetzt merke, okay, ich kann nicht mehr, dann gehe ich in den Stab und schmeiß hier was in die Kisten und dann kann ich einfach weiter erkunden, ohne zwischendurch einfach mal nach Hause rennen zu müssen. Weil sonst müsste ich während der Aufnahme sagen, wir machen mal einen Schnitt, ich will jetzt mal nach Hause oder ich müsste mich so durchquälen. Ist doof. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, ich suche mir wie das Krughaus. Wenn mir das so vom Umfang gut gefallen hätte, wäre ich auch hier reingezogen. Aber da ist mir einfach zu klein der Stab, so als Wohnung. Es ist hübsch gemacht und alles, aber es ist halt nicht das, was ich kenne und auch irgendwo ein bisschen vermisse. So, lange Rede, kurzer Unsinn, wieder 5 Minuten verquatscht oder 7 sogar fast. Wo war denn jetzt Ustengraf? Da möchte ich nochmal hin. So ein kleiner Abstecher am Anfang. Ja, ich hoffe mal, da sind nicht wieder Deppen, wir uns. Wenn, dann müssen wir das mal ein bisschen anders angehen. War halt Tag, ist doof für mich. Und mein Schleichen schon sehr hoch ist. Oh, war ja klar. Daneben, verdammt. So. Der ist das eigentliche Problem, der Magier. Wenn ich ihn mal treffe. Der weicht aber aus, ne? Ich wollte eigentlich mal. Wo sind die Schreie? Unerbittliche Macht, danke. Bist du mal stehen, Kollege? Heilen ist verboten. So. Denn Problem erledigt. Geht doch. Warum nicht gleich so? Wir waren wahrscheinlich eine ganze Weile auch nicht hier. Deswegen sind die respawned. Nachts sind wir einfach besser geschützt, weil wir halt auch wesentlich weniger zu sehen sind. Wo habe ich den denn jetzt hingebrüllt? Hallo? Da. Seelenstein nehme ich gerne an mich. Feuersalze, Pfeil, die Kutte kostet Kohle. So, der ist erledigt. Hier war doch noch einer, ne? Ja, die Folge fängt ein wenig komisch an, wie immer. Aber ich glaube, ich habe jetzt auch 2 Wochen nicht gespielt, mindestens. Es ist halt, man ist ein bisschen raus aus allem. Ich habe jetzt eine ganze Weile Sword Art Online Hollow Realization nicht gespielt und meinte ein Kumpel so, ja, wir haben das Spiel für uns jetzt entdeckt, das ist ganz cool, aber wir schaffen den Boss nicht, kannst du mal aushelfen? Ja, na klar, kein Thema. Wie ging die Steuerung? Ich habe das jetzt ein Dreivierteljahr nicht gespielt. Es hat dann irgendwie funktioniert. Der schämt sich auch gar nicht. So, wir gehen mal nach Ustengraf rein. Ich glaube, es war Ustengraf. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das werden wir gleich sehen. Wir waren am Ende, kurz vorm Ende von Ustengraf, war diese riesige Höhle. Wie heißt das Ding? Mit dem Schrein, sag ich mal, wo wir den Wort der Macht lernen können. Und, da ist halt noch anscheinend, ich erinnere mich da, ich habe es dann durch, ich habe mich da, naja, spoilern lassen ist falsch, aber ich habe es dann bei Gronkh auch noch gesehen. Aber mir ist es mehr aufgefallen im Video beim Gucken und dann durch Gronkh selber. Ich gucke ab und an bei ihm rein, gucke ihn selber ganz gerne, aber wenn ich merke, okay, da warst du noch nicht, dann klemme ich mir die Folgen erstmal, ohne mich zu spoilern. Aber da war ich selber schon, ich dachte, mal gucken, wie er sich anstellt. Und da ist mir halt aufgefallen, da ist hinter einem Wasserfall noch was gewesen. Das habe ich tatsächlich übersehen. Das habe ich nicht mitgenommen. Und ich möchte mir das gerne noch holen. Ich weiß auch nicht, warum ich das vergessen habe. Tatsächlich. Weil sonst bin ich immer sehr, sehr erkundungslastig, was das angeht. Auch noch was vergessen, das ist doch eine Schweinerei hier.
Tiefengewölbe. Ach so, dann müssen wir wahrscheinlich... Moment. Wir können ja die Abkürzung theoretisch nehmen. Wo wir rausgekommen sind. War das jetzt hier? Nee. Brauchen wir nicht die ganze Scheiße zurücklaufen? Hier müsste eigentlich keiner mehr sein. Ich kann auch aufstehen. Nee, warte mal, ich muss doch hier irgendwie durch. Es ist so verwirrend. Ach, hier. Und ich möchte dann gerne vielleicht direkt mal in irgendeine Dwemer-Ruine oder was rein. Also in was Größeres. Ich hätte gerne mal ein paar Unique-Items, so. Irgend paar Masken oder einen tollen Bogen, eine schöne Rüstung oder so. Das fehlt mir irgendwie noch so. Wir haben ja jetzt den entsprechenden Level, wo wir sehr gutes Zeug von den Werten her kriegen können. Aber irgendwie... Und ich muss dann zur nächsten Folge hin auch tatsächlich endlich mal ein bisschen was schmieden. Ich muss erstmal Schmiedezeugs anlegen, so Rüstungen, die halt wirklich das Schmieden pushen. Und dann muss ich mir mal so Bogenschützenrüstung oder irgendwas machen, was halt die Schießkunst verstärkt. Und genau, hier war doch das war das Horn von Jürgen. Genau. Ne, hier ist nichts weiter gewesen. Und dann war hier irgendwo diese riesige Höhle. Okay, das was respawnt. Die da oben anscheinend nicht. Okay. Gut, dass ich doch geschlichen bin, so halbwegs. Schwein gehabt, dass sie uns nicht fett gekriegt hat. Puh. Ich meine, muss ja das nicht sein, aber wir halten halt, da wir schleichefix sind, nicht so viel aus. Gut, die ist Level 6, aber... Habe ich die Taschen leer gemacht? Ich glaube nicht, oder? Nee, nicht so wirklich. 417 ist doch ein bisschen was, was wir mit uns rumschleppen. Wie gesagt, wir können sehr viel tragen. 417 von 730. Was durch den Stein, durch den einen sehr gut ist und durch einen Perk. Und natürlich viel in Ausdauer. Aber generell ist ja irgendwann mal Schluss, ne? Ich meine, in Pokémon Go geht's mir auch so. Ich habe 1050 Taschenplatz, aber die sind ständig voll. Ja, kaum zu fassen, es gibt noch Leute, die sowas spielen. Ich weiß gar nicht, wie es euch geht. Wo es rauskam, war es übelster Hype. Ich hatte dann zwischendurch auch eine Pause eingelegt, aber es macht unheimlich wieder viel Spaß, da man also ein paar neue hier so im Ort kennengelernt hat, die das auch spielen, aktiv und gerade so ein paar Raids machen. Ist echt interessant, also... So nach legendären Pokémon jagen. Gucken würde ich die Serie wahrscheinlich nicht mehr unbedingt. Meine Tochter guckt das ganz gerne mal. Da schaue ich mal mit rein. Aber so... Ich war schon immer gern so von den Spielen her habe ich Pokémon immer schon früher gern gezockt. Auch heute noch sind das super Rollenspiele. Aber so die Serie selber, da habe ich früher lieber Digimon geschaut. Ein paar neuere Spiele von Digimon sind, glaube ich, auch ganz gut. Die alten, die ich gespielt habe, die waren halt nichts für mich. Das war aber mehr so Brawler, so Beat'em-up-Zeugs, sag ich mal. Die waren eher so meh. Aber naja. Hier war, glaube ich, noch was hinter. Genau. Und das habe ich nämlich nicht gesehen, nicht erkundet. Ja, genau. Oh. Todesfürst, Level 30. Kommt er wieder? Geht er? Steht er? Was macht er? Hallo? Wo ist er?
Ach, da. Der muss ganz schön weit geflogen dann sein, wenn ich ihn da so... Dass der so lange gebraucht hat. Okay. Ja, es ist jetzt nur eine Truhe und so, aber ich sag mal so, ich möchte das Loot doch gerne haben. Oh. 400 Gold, also Septim in dem Fall für die Rüstung. Oh, es krabbelt im Ohr. Ah, das ist furchtbar. 10 Elfenpfeile, Trank, Vulkanglasstreit. Oh, lohnt sich loottechnisch definitiv. Und noch ein Ebenerzschwert. Also, ja und ja. Gut, ich denke mal, jetzt können wir laufen. Der Rückweg müsste frei sein. Also, das hatte ich tatsächlich übersehen. Das ist gut, dass ich das nochmal nachgeschaut habe. So. Hier waren wir, glaube ich, schon. Gucken wir mal. Ja, die haben wir definitiv mitgenommen. Die war leer. Sonst gucke ich in jedem Spiel, in jedem RPG, gucke ich hinterm Wasserfall. Da war Corundum Erz, ich weiß, aber das lasse ich mal. Weil das brauche ich tatsächlich nicht. Weil Schmieden ist tatsächlich auf 100 immer noch. Ich habe auch nicht vor, das nochmal... Also theoretisch ist es sogar 200, weil geschmiedet und dann nochmal resettet und geschmiedet. Wegen Leveln, aber... Nee, das brauche ich aktuell nicht nochmal. Wenn ich irgendwas in den Perks ausreizen möchte, zum Schluss hin vielleicht, dann ja. Aber nee, gerade nicht. Das ist nicht notwendig. Ich sprinte dann mal zum Ausgang. Ich meine, so viel Ausdauer, wie ich habe, da kann ich ohne weiteres durchrennen. So. Alter, ich kann Marathon laufen mit dem Spiel und es juckt mich einfach mal nicht. Gut. Da war es respawned. Achso, ich hatte die Handschuhe drinnen gelassen. Gut. Ich glaube, wir wollten auch noch Ausrüstung verbessern, aber dadurch, dass meine Schmiedesachen halt nicht existieren. Ich dachte, ich habe halt magisches Zeug, was Schmieden verbessert. Haben wir das beim letzten Mal geklemmt? Das haben wir geskippt gehabt. So. Das ist alles Krempel. Gut. Dann gehen wir mal raus, gucken mal, was wir auf der Karte so offen haben. Vielleicht auch noch sowas wie ein Quests offen haben. Und dann gucken wir mal, was wir so machen können. Wie gesagt, ich hätte wirklich gerne eine zwergische Ruine oder vielleicht auch eine Nordruine, wo halt irgendwas drin ist, was sich lohnt, sag ich mal. Da ich Skyrim nicht so viel gespielt habe, wie man meinen mag, questtechnisch und so, habe ich auch keine Ahnung, wo ich mir was, sag ich mal, suchen kann, was sich lohnt. Ich mach mal F8 und dann gucken wir auf die Karte. Die Lokale brauche ich nicht. So, was haben wir denn theoretisch gesehen noch offen? Schattenstein. Ja, bringt mir nichts groß. Aber ja. Festung Grünwall. Hier hätten wir noch... Hier hätten wir noch Barenzia-Steine. Knochenspitze. Festung Amol. Schrein von Boethia. Können wir auch machen. Ich meine, wir könnten... Also das hatte ich mir auch vorgenommen, in den Windhelm noch die Quest mit Cheogorath im Palast der Könige. Aber da ich Dieb bin und nicht Magier und nicht mit Baba Jack... Ja... können wir mal machen, aber nicht direkt jetzt. Ich trinke mal noch einen Schluck. Weil Stimme und so. Ach, verdammt, ich... Jedes Mal so ein Marker hier, ne? Festung Kastwa... Kastaf. Azuras Schrein... Das ist in den Quartieren des Erzmagiers. Das bringt uns auch nichts hier oben.
Dieses Salzwasserhammer, da könnten mir Dings helfen. Tiefensturzhöhle. Okay. Hutadlerschanze. Arkendams. Totenkrähenfelsen.